der breitere Kader. Wir haben sehr viel in der ersten Halbzeit schon durchwechseln können und haben gesehen, in der zweiten Halbzeit fast nicht mehr zu halten im Angriff, weil wir einfach frischer waren, und das war ja das große Plus heute. Der Team Spirit und überhaupt das Zusammenspiel mit der Mannschaft hat auch super funktioniert, und das ist mit ein Grund, warum in den letzten paar Spielen einfach vieles aufgegangen ist. Ich glaube, man sieht, dass sich jetzt alle auf die Pause freuen und trotzdem noch Vollgas geben wollen. Das hat man vor allem heute gesehen. Ja, viele sagen dann sicher, dass es schade ist, weil wir gerade einen guten Lauf haben. Aber ich glaube, die Mannschaft, also ich spreche nicht nur für mich, sondern für die ganze Mannschaft, ist sehr froh, dass wir jetzt mal ein paar Tage Pause haben. Die letzte Woche war sehr hart mit 3 Spielen in 6 Tagen, und wir freuen uns jetzt alle auf ein besinnliches Weihnachten. Wir haben uns heuer keinen Druck gemacht, haben gesagt, dass die Entwicklung im Vordergrund steht, und so wie es jetzt gelaufen ist, wir haben 2 Spiele verloren, waren eigentlich in jedem Spiel mit 4-5 Toren vorne. Also sehen wir, dass wir jeden schlagen können, und wir können natürlich noch einige Schritte nach vorne machen, und es fehlt noch ein Stück, bis wir ganz oben, also bis wir auf 100% sind, aber ich glaube, wir können zufrieden sein. Jingle Bells.